Vertreter der Hammer Fußballszene haben sich am Montagabend im Hammer Westen in der Gaststätte Möppel getroffen, um über die am kommenden Wochenende beginnende Meisterschaft zu diskutieren und haben dabei auch über ihre Aussichten für die kommende Saison geredet. Von der Kreisliga A bis hin zur NRW-Liga waren Vereinsvertreter anwesend. Ex-Profi René Hecker hoffte, dass eine Tribüne der Hammer Spielvereinigung neuen Schwung geben wird. Ja, ich denke, der Tribünenbau ist jetzt der erste Schritt für die Mannschaft, natürlich auch für die Fans. Und es ist ganz klar, dass wir die Fans 100% brauchen. Und der ein oder andere findet vielleicht doch jetzt mal den Weg ins Stadion, um die Mannschaft zu unterstützen. Wenn die Bedingungen besser sind, Tribüne und alles, was dazugehört, das ist natürlich dann schon ein kleiner Schritt. Nur, es muss viel, viel mehr getan werden auf mittelfristige Sicht. Wir haben wirklich Probleme, was jetzt kabinenmäßig und alles, was da zusammengehört, da muss schon auch was passieren. Andere Sorgen hatte Ralf Oberdick, der mit dem SVF Herrigen gerade in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Ja, als erstes für die neue Saison ist es für uns die Bezirksliga absolutes Neuland. Ich glaube, der Verein hat seit 13 Jahren oder 12 Jahren Bezirksliga nicht gespielt. Für uns ist es erstmal wichtig, dass wir uns akklimatisieren da und eine ganz gute Rolle in der Bezirksliga zu spielen. Ich denke, dass die Bezirksliga sowieso an Qualität gewonnen hat durch die Aufsteiger. Da ist Wolbeck mit dabei, Sennenhorst, die sowieso letztes Jahr Vizemeister geworden sind. Westen, die haben keine schlechte Mannschaft. Und da jetzt einen Favoriten zu benennen, ich kann es jedenfalls nicht und werde es auch nicht tun. Rinans Teammanager Klaus Niehörster redet über die verpasste NRW-Liga. Der sportliche Erfolg, was die erste Mannschaft anbetrifft, im vergangenen Jahr ist ausgeblieben. Wir haben uns das Ziel gesetzt, aufsteigen zu wollen. Das ist uns nicht gelungen. Durch schwankende Leistungen in jener Rückrunde. Wir hatten die Lizenzunterlagen zur NRW-Liga abgegeben, fristgerecht, weil wir zu der Zeit im März noch sportliche Aussichten hatten, die erst erreichen. Wir hatten in Reaktion oder im Dialog mit dem Verband auch Aussichten, die Lizenz zu erhalten. Von der Etat-Treue oder von der Etat-Möglichkeit hätten wir es fast sogar noch leichter gehabt, in der NRW-Liga zu spielen, als jetzt in der neuen Westfalen-Liga, weil durch Zusagen einiger etablierter und auch neuer Sponsoren hier die finanziellen Möglichkeiten leichter gewesen wären. Aber wir haben es eben sportlich nicht geschafft und Fußball ist eine Sport und eine Leistung und auch eine zählte Tabelle und das haben wir eben. Markus Marzelle ist mit den Ergebnissen seines SVA Bockumhövel trotz arger Verletzungsprobleme vor der anstehenden Landesliga-Saison sehr zufrieden. Also wir hatten gestern einen recht guten Bezirksligisten als Gegner, Spielverein Böhl, die sind letztes Jahr Fünfter geworden. Haben komplett gespielt gestern Nachmittag oder gestern Abend um 18 Uhr, als wir spielten. Wir haben sehr souverän gewonnen, also der Kader von uns ist in der Breite viel stärker geworden. Wir haben 14 von 16 Spielern halten können. 7 neue Leute sind dazugekommen. Und wenn der Kader jetzt nicht so stark wäre, hätten wir gestern nicht so eindeutig und so souverän auch in Böhlen gewonnen. Zum Saisonbeginn steht für Marzelle ein pikantes Derby gegen den SVE Heessen an. Am Sonntagnachmittag geht es gegen Ex-Trainer Eddie Chart, der auch bei Möppel war und unter anderem über die Heessener Jugendarbeit informierte. Wir haben nicht dieses Luxusproblem hier in der Westfalia Arena, das ist eine zweite Mannschaft hier in der Sizia und Kreisliga A, wäre ja schon mal eine Hausnummer. Aber wir haben das Glück, dass unsere Jugendmannschaften von C-Jugend bis A-Jugend in der Bezirksliga spielen. Leider ist unsere A-Jugend aus der Landesliga abgestiegen. Aber die 60er-Mannschaft, da können wir auch schon mal, kann man auch schon mal Jungs gebrauchen. Aus der alten A-Jugend sind 6 eigentliche in die erste Mannschaft hochgekommen. Davon denke ich, dass es 3-4 sein werden, die den Sprung schaffen. Ja, 2,5 Stunden hatten sich Zuschauer und Vereinsvertreter ausgetauscht. Nun muss nur noch der Ball wieder rollen. Der Westfälische Anzeiger wird ab dem kommenden Wochenende in gewohnter Qualität über das lokale Fußballgeschehen berichten.